Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Horizon 2. Und damit, ja, weiß ich noch nicht, ob wir jetzt die Autotour machen oder ob wir vielleicht... Ich glaube, wir fahren erstmal den Scheunenhund ab, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Haben wir denn alle aktiven Schauerinnen? Für das normale Horizon-Dings abgeschlossen? Gucken wir mal. So. Einzelspieler. Fortschritt auf dem Weg zum Horizon-Finale Teil 2. Da haben wir 26%. Okay. Absolvierte Schauerinnen. 5. Und gewonnene Schauerin 4 von 5. Okay, das eine hatten wir wahrscheinlich nicht gewonnen, ne? Das wird daran liegen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal den Scheunenhund ab. Machen wir das jetzt so, je nachdem, was wir schaffen. Wir werden jetzt erstmal den Scheunenpunkt abfahren, dann die Autotour starten und dann vielleicht in der Nähe vom Schaurennen fahren. Also da die Autotour hin starten und dann halt auch erstmal den Schaurennen fahren, bevor wir da noch anschauen. Seine Position ist auf dem GPS markiert, wenn Sie ihn herausfordern möchten. So werden wir das nicht machen. Dann werden wir uns jetzt Folge die Zeit nehmen dafür. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal schon mal die Fahrspaßliste geplant. Mal versuchen, ob wir das hinkriegen mit der Fahrspaßliste. Ich habe mich tatsächlich in meinem alten Spielstand auf meinem anderen Profil schon einigen Fahrspaßlisten gewidmet, aber nicht alle, glaube ich. Also ich habe einige noch nicht gespielt gehabt oder beziehungsweise nicht geschafft gehabt. Kann auch sein. Weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir auf jeden Fall schauen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Mann, ich bin froh, dass du bei so Funden immer mich anrufst. Daran könnte ich mich gewöhnen. Mann, was ist denn das? Ein Ford Capri? So etwas sieht man in den Staaten nicht oft. Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ist das ein Blaulicht? Ein bisschen mitgenommen, sieht gut aus. Ist gut, also gut formuliert. Ein Blaulicht? Mann, das ist echt ein Verbrechen, dass diese herrlichen Autos einfach hier vergammeln. Gut, dass wir beide hier sind, um sie zu retten, stimmt's? Ich melde mich. Okay, alles klar. Dann fahren wir mal zur Autotour. Aber hier irgendwo ist ein Schild. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Abbiegen.
Fahren wir nämlich erst zum Weißverleihung und dann danach zu der nächsten Veranstaltung. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Ich glaube, die Schnellreiseschilder, wenn wir die alle zerstört haben, dann können wir schnell reisen. Also das heißt, ich muss nicht mal die Tage auf dem Sitzen und die Schnellreiseschilder. Okay, du hast es geschafft. Lass uns vorher noch ein bisschen Party machen, bevor wir morgen unsere Autotour fortsetzen. So, aber bevor wir weiterfahren, schauen wir uns das Ganze erstmal hier an. Ja, Nachrichtenzentrale. Alles klar, Belohnung.
Bis jetzt eigentlich relativ viel Geld gewonnen. Noch mehr Geld. Ein Auto. Okay. Okay, wir haben relativ viel Geld gewonnen. Ja, das sind die Meisterschaften. Wir haben gerade mal 18 Meisterschaften absolviert. Von 168. Fehlen uns noch 150. So, gucken wir mal. Autotour dahin. Ja, wo müssen wir jetzt hier hin? Zum Schaurennen. Müssen wir nach Nice. Nach Nice. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Nach Nice. Was ist das jetzt für eine Stadt? Ja, nach Nice. Okay. So, gucken wir mal. Also hierhin müssen wir als erstes. Alles klar, der Champion hat eine Ansage gemacht. Diese Autotour führt nach Nizza Massena. Seht genau hin, Nizza ist eine der schönsten Städte der Welt. Genau. So, dann haben wir Horizon Sports Cars. Und hier fahren wir als erstes die Sports Cars Championship. Genau. Und wir nehmen auch den BMW. Und dann fahren wir dorthin. Und dann versuchen wir dort auch im Anschluss gleich die Schaurennen mal zu machen. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. In 400 Metern nach links abbiegen. Das sind Autos, die ich noch nicht habe. Hinter mir auch, das ist gut. Das heißt, wir werden versuchen, alle drei rauszukriegen. So, das heißt, 100 haben wir fast erreicht, 93 haben wir aktuell. Das ist gut. Gut zu wissen. Das war natürlich nicht so geplant. Mein Auto ist jetzt schön demoliert, aber es fährt trotzdem gut. So. Thank you.
Stern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern nach links abbiegen. Okay, 95 Autos. Schon mal ganz gut. Haben wir hinter uns noch welche? Nee. Zur Sportscar-Meisterschaft. Hier haben wir es mit einem gut gemischten Startfeld zu tun. Da sind ein paar harte Konkurrenten dabei. Also los, such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft anzufangen. Okay, aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt nämlich das Schaurennen. Weil das ist, glaube ich, das eine Rennen, was wir nicht gewonnen hatten. Hey, ich bin's. Der Ford Capri läuft wieder. War ein ganzes Stück Arbeit, aber der Motor macht jetzt wieder ordentlich Dampf. Du kannst ihn abholen, komm einfach beim Fuhrpark vorbei. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Also, ich glaube, das war das Rennen, was wir zwar schon gefahren sind, aber nicht gewonnen hatten. Und ja. Daher hatten wir ja gesagt, wir holen das nochmal. In der Hoffnung, dass wir das jetzt gewinnen. Denk einfach daran, ihr müsst beide dieselben Punkte treffen. Und das Ding hat einen gewaltigen Wendekreis. Wäre schon schön. Weil dann hätten wir nämlich alle Schaurennen jetzt für Ryzen für das normale abgeschlossen. Ich glaube, in DLCs gab es bestimmt auch nochmal Schaurennen, wenn ich mich nicht täusche. Aber mein Ziel ist es ja jetzt erstmal das zu abzuschließen. Ne? Halten ist ganz gut, wir müssen nur die Position hier über auch halten.
Wenn wir das nicht schaffen, dann passiert uns auch nichts. Shit. Was ist hier verloren? Das ist nicht gut. Das darf nicht passieren, sowas darf einfach nicht passieren, dass wir irgendwie gegenprallen und damit dann die Chance auf die Führung verlieren. War aber knapp. Ich muss zugeben, ich habe nicht gedacht, dass du eine Chance hast. Das war knapp. Du warst wie besessen, als du ihn gejagt hast. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Wir haben es geschafft. Egal wie knapp, wir haben es geschafft. Oh Gott. Ich habe schon gedacht, wir schaffen es wieder nicht. Aber es war wirklich knapp, ne? Also wir waren fast gleich auf. Aber somit haben wir dann auch alle Schauren jetzt. Also, zumindest im normalen Horizon. So. Gott sei Dank. Gut. Dann, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Wenn das heißt, dass wir diese Veranstaltung fahren hier. Vielen Dank fürs Reinschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.